Hallo und willkommen zurück zum Adventkalender. Heute am 9. Dezember. Und heute bleiben wir beim Kohl. Nach dem Rosenkohl von gestern geht es heute um den weniger kontroversen Rotkohl und um die Stoffe, die ihm seine schöne Farbe geben, nämlich den Anthocyaninen. Die Anthocyanine sind Flavonoide, die auch den Blüten ihre wunderschönen Farben geben und eben auch die schöne Farbe dem Rotkohl. Oder ist es Blaukraut? Der Unterschied liegt im pH-Wert. Ich habe die Anthocyanine aus dem Rotkohl mit heißem Wasser extrahiert. Also ich habe den Rotkohl gekocht und den Saft in den Gläsern verteilt. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich den Saft saurer mache, indem ich etwas Essig dazu gebe. Ein klein wenig Essig und es geht etwas mehr ins Rote. Etwas mehr Essig und es wird schön rot. Darum wird auch oft Essig zum Rotkohl gegeben, nicht nur wegen dem Geschmack, sondern weil er auch die rote Farbe hervorbringt. In dieses Glas gebe ich etwas Natron, um es basischer zu machen. Und es wird ein schönes Blau. Hier gebe ich etwas Spülmaschinenpulver dazu, um es noch basischer zu machen und es wird grün. Wenn ich noch mehr Spülmaschinenpulver nehme, dann wird es sogar gelb. Was ist jetzt hier passiert? Warum ändert der pH-Wert die Farbe? Das kommt daher, weil die Anthocyanine bei verschiedenem pH-Wert leicht verschiedene Strukturen haben. Und die Struktur der Anthocyanine entscheidet dann die Farbe. Unter pH 3 ist es rot, zwischen 4 und 7 eher lila, bei 7 bis 8 blau und über 8 dann grün und gelb. Und die Farbänderung ist reversibel. Wenn ich in das leicht basische Blau etwas Essig träufle, dann sinkt der pH-Wert und die Farbe ändert sich zu rot. Außerdem fängt es an zu schäumen, weil das Natron mit dem Essig reagiert und CO2 gebildet wird. Sagt ihr Rotkohl oder Blaukraut? Das hängt angeblich davon ab, wo ihr her seid und wie sauer oder basisch der Boden ist, in dem euer Kraut angebaut wird. In Norddeutschland sind die Böden eher sauer, der Kohl eher rot und da sagt man Rotkohl. Während in Süddeutschland die Böden eher basisch sind und man da eher Blaukraut sagt. Das habe ich im Internet gelesen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht können wir ja eine kleine Umfrage hier unten in den Kommentaren starten. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr her seid und wie ihr das hier bei euch nennt. Und wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, aber ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann klickt da unten auf Subscribe. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Tschüss und bis morgen!